herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai 2021. Und wir sind heute ein bisschen später dran, weil mein Mittwochsgast, Professor Eckhard Nagel, der uns ja beim letzten Mal erzählt hat, dass er tendenziell eigentlich immer das akademische Viertel voll ausnutzt und gerne mal eine Viertel bis eine halbe Stunde zu spät ist, heute noch einen Termin hatte, sodass wir heute eine Stunde und 15 Minuten später anfangen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch mal schön. Ist ein bisschen später heute. Das heißt, die Zuschauer, die heute dabei sind, sind wirkliche Fans. Das sind die, die wir wirklich brauchen. Nicht das 20.15 Uhr Prekariat. Das heißt, wenn ihr heute guckt, zu noch späterer Stunde, dann gehört ihr wirklich zu den coolen Leuten. Denn, und es ist völlig klar, wenn der Herr Mediziner was vorhat und noch was zu arbeiten hat, dann warte ich. Dann warte ich auch bis Mitternacht, dann warte ich auch bis morgens um zwei. Dann gehe ich eigentlich immer live, wann immer der Meister Zeit hat. So. Ich weiß gar nicht, ob er schon da ist. Meistens gibt es ja so ein Zeichen. Er winkt dann und dann weiß ich, jetzt ist er da. Aber wir hatten gerade eben noch Kontakt. Also er sollte wahrscheinlich jetzt dann demnächst da sein. Muss noch kurz das richtige Hemd anziehen. Muss noch eben schnell hier einmal auf Yes klicken oder auf sonst irgendwas. Keine Ahnung. Und dann geht es auch schon los. Denn noch immer spreche ich mittwochs mit Professor Eckhard Nagel, wenn auch mittlerweile die Themen ein bisschen variieren, was ich sehr angenehm finde. Denn man muss nicht mehr immer nur über Corona sprechen. Mit ihm, man kann auch über tausend andere Themen reden. Ja, und irgendwann reden wir hier vielleicht nur noch über tausend andere Themen, wenn das verdammte Thema Corona irgendwann mal vorbei ist. Sofern es das sein wird, was wir nicht wissen. So, ja, ich rede mich wie immer gerne um Kopf und Kragen. Ihr wisst, das ist im Grunde genommen mein zweiter Vorname. Flori redet sich um Kopf und Kragen Schrödi. Das genau ist mein vollständiger Name. Da wollte ich an dieser Stelle nochmal drauf hinweisen, weil häufig mein mittlerer Name erstaunlicherweise einfach vergessen wird. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Er wird einfach vergessen und deswegen wollte ich gerne nochmal daran erinnern, dass er aber vonnöten ist. So, was haben wir denn da? Ist er eigentlich schon da? Ich gucke mal, ob er schon da ist. Nee, ich sehe ihn noch nicht. Naja, macht ja nichts. Wir warten einfach noch ein bisschen. So, was schreibt ihr denn so? Ich war ein paar Wochen nicht aktiv. Warum ist mein Nachnamensvetter? Was kann ich nicht lesen? Mehr Interaktion mit dem Chat. Das ist eine sehr gute Idee. Das sollen wir vielleicht öfter machen. Manchmal ignorieren wir das hier in unserer Expertenlaunigkeit, die wir hier haben. Denn auch ich fühle mich ja nach Herr Nagel im Grunde auch schon als Mediziner, denn das ist ja das Schöne in dieser Covid-19-Pandemie, dass sich letztlich jeder als Virologe fühlt. Nur mein Gast nicht, Professor Eckhard Nagel, der fühlt sich nicht als Virologe, denn er ist es gar nicht und er tut auch nicht so. Und das ist einfach sehr wohltuend. Er ist es gar nicht und er fühlt sich auch nicht wie einer. Herrlich, ne? Verspätung, tut mir sehr leid. Heute macht mal nichts. Ja. Heute war ein anstrengender Tag. Ja, genau, dabei habe ich beim letzten Mal versprochen, dass ich pünktlich bin. Ne? Genau, ich hatte gerade schon erwähnt, dass Sie ja beim letzten Mal gesagt haben, Sie verspäten sich häufiger. Heute verspäten Sie sich mit Ankündigung und dann verspäten Sie sich nochmal. Macht aber nichts. Wir sprechen trotzdem miteinander. Und wir können auch mal dazu sagen, dass das heute jetzt eine kleine Premiere ist. Normalerweise sprechen wir uns ja immer ein bisschen ab. Vorher reden über die Themen. Was ist Ihnen wichtig? Was ist mir wichtig? Und heute sind wir gar nicht dazu gekommen, weil Sie so busy waren, wie wir FDP-Wähler gerne sagen. Und deswegen starten wir heute einfach so und gucken mal, wo es uns so hinführt. Ich würde gerne einsteigen heute mit
einem Thema, das mich in den letzten Tagen verfolgt hat. Es wurde etwas diskutiert, nämlich was in den USA gemacht worden ist, nämlich das Ende der Maskenpflicht. Und das fand ich da noch eine ziemlich erstaunliche Diskussion. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie das sehen. Weil ich mir fehlt da natürlich als Nicht-Mediziner die Einschätzung. Und darum frage ich mich, wann ist denn tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir über das Ende der Maskenpflicht nachdenken können? Und was halten Sie davon, dass die USA das jetzt so entschieden haben? Ist das zu früh? Ist das ein unendliches Risiko? Oder kann man das eigentlich bei einer Inzidenz von knapp über 50, wie wir sie jetzt haben, schon machen? Also die Frage ist ja tatsächlich, wir haben eine lange Diskussion auch bei uns gehabt, ist eine Maske tatsächlich ein hilfreiches Instrument, um die Verbreitung des Virus zu vermeiden? Und da gibt es unterschiedliche Gesichtspunkte dazu. Wichtig ist erstmal, die Maske zu tragen, um sich selber zu schützen. Und insofern ist die Pflicht, eine Maske zu tragen, etwas anders als eine Maske zu tragen, weil ich das selber will und weil ich selber das Gefühl habe, das ist etwas, wo ich mich persönlich mit schützen möchte. Und diese beiden Dinge, glaube ich, muss man unterscheiden. Und das, was die Amerikaner jetzt gemacht haben, ist zu sagen, wir haben eine Inzidenzsituation, wir haben letztendlich auch eine entsprechende Impfsituation, die uns rechtfertigt, eine Pflicht zum Maskentragen aufzuheben. Gleichzeitig empfehlen wir aber für jeden, der das zum Beispiel nicht geimpft ist, für jeden, der auch eine besondere Exposition hat zu Menschen, wo ein Risiko bestehen könnte, eine solche Infektion zu bekommen, dass ich dann doch eine entsprechende Maske trage, also eine Freiwilligkeit. Und da sind die Amerikaner uns ja immer ein Stück weit voraus, weil sie in der gesamten Handhabung nicht nur der Pandemie, sondern, denke ich, in ihrem Gesundheitswesen generell sehr viel stärker auf den Einzelnen setzen, die Einzelne setzen, dass man also tatsächlich in Freiheit, in Anführungsstrichen, entscheidet, was zu tun und zu lassen ist. Sie haben sehr viel länger gebraucht, um tatsächlich auch annähernd an einen Lockdown zu kommen. Sie haben ja nie einen Lockdown gehabt, vergleichbar mit Europa. Also von der Seite her ist es, glaube ich, eine nachvollziehbare Entscheidung, hier zu sagen, eine Pflicht zu Maskentragen muss es bei dieser Inzidenz nicht mehr geben. Jeder, der für sich selber die Entscheidung trifft, ist, das ist völlig in Ordnung, aber es ist primär eine individuelle, persönliche Entscheidung. Wenn man jetzt auf die Straßen schaut, die Bilder, die ich sehe, oder auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, dann ist es so, dass diejenigen, die ohnehin auch vorher schon eine Maske getragen haben, als es begann, immer noch eine Maske tragen, weil sie das auch ganz anders gewohnt sind. Und diejenigen, die mehr oder weniger gezwungen werden mussten, Masken zu tragen, sie auch als erste wieder ablegen. Also von der Seite her ist es eine andere Betonung. Und das fände ich auch für unseren heutigen Abend vielleicht eine ganz spannende Betrachtung, weil es ja in vielerlei Hinsicht immer stärker zu einem Thema wird, nämlich wie viel Eigenverantwortung dürfen wir voraussetzen und können wir voraussetzen und wie viel muss man per Verordnung, per Gesetz tatsächlich regeln. Die ganze Diskussion, die wir jetzt ja zu Impfpflichten haben, die Diskussion, die wir über Reisemöglichkeiten oder auch entsprechende Verordnungen, die damit zusammenhängen haben, alle die bewegen sich ja genau in diesem Spannungsverhältnis zwischen meiner eigenen Verantwortung, die ich in dem Gesamtkontext habe, nur für mich oder aber für die Gruppe und inwieweit letztendlich sozusagen gesellschaftliche Entscheidungen verordnet werden können oder sollten. Das ist ein spannendes Thema, weil ja die Eigenverantwortung in Deutschland und gerade auch in der Pandemie keinen besonders guten Ruf hat. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, naja, mit der Eigenverantwortung funktioniert es nicht und erst wenn wir wirklich die Pflicht einführen, dann machen die Leute das auch mit. Ansonsten macht sowieso jeder, was er will und wir kommen sowieso keinen einzigen Schritt weiter. Ist das ein besonders deutsches Problem oder ist es einfach tatsächlich so, dass wir davon ausgehen müssen, dass es einen gewissen Anteil, vielleicht einen größeren Anteil von Menschen gibt, die man einfach zu gewissen Maßnahmen verpflichten und zwingen muss, damit sie damit sie wirklich sich an die Regeln halten? Oder ich formuliere es mal umgekehrt.
ich bin ja eigentlich auch jemand, der tendenziell eher auf der Seite der Eigenverantwortung steht und denke, wie sollen die Menschen mit Freiheit umgehen können, wenn sie nicht auch dazu verpflichtet werden, im Sinn von verpflichtet werden zur Freiheit, verpflichtet werden zur Eigenverantwortung. Nun kann ich aber mir selber sagen, dass in meinem eigenen Leben ganz vieles gibt, was ich nur tue, weil ich dazu gezwungen werde. Also so sehr ich meinen Beruf liebe, da fängt es schon an, ich würde ganz viele Texte beispielsweise nicht schreiben, wenn ich nicht die Verpflichtung hätte, jede Woche 2 aktuelle Hörfunkkolumnen zu machen. Ne? Selbst da, und da könnte man sagen, es ist doch sein Beruf. Warum schreibt er das nicht einfach so? Warum muss da von außen jemand kommen, der ihn quasi verpflichtet? Aber nur indem ich verpflichtet bin, tue ich es auch. Wenn ich da nicht jemanden hätte, der sagt, du musst es liefern, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Also das heißt, sind wir nicht da alle irgendwie auch Kinder des Wegs des geringsten Widerstandes und brauchen dann erst recht in so einer Situation wie so einer Pandemie lieber eine Maskenpflicht ein paar Monate länger, weil es einfach viele Leute gibt, die sonst sagen, ach nee, wenn ich nicht mehr muss, lass ich so bleiben. Das ist wirklich eine ganz wesentliche Frage ja für unseren Staat überhaupt oder unser Zusammenleben, sagen wir es mal, ist ja so, wie das funktioniert. Und ich gebe Ihnen völlig recht, ich kenne das bei meinen Studierenden, die sind häufig besonders am Stöhnen, wenn es eine Woche vor der Klausur ist, obwohl man ja schon ein halbes Jahr vorher wusste, dass dieses Datum anrückt. Aber dann auf einmal stellen sich 1000 Fragen, die sich vorher irgendwie noch nicht gestellt haben. Und dann denke ich an mich selber zurück und sage, ja, so war das bei mir eigentlich auch. Die letzte Vorbereitung war dann in der Nacht noch schnell gemacht, weil man irgendwie dachte, es ist noch länger Zeit, aber man wusste eigentlich ganz genau, jetzt habe ich mich doch nicht dazu aufraffen können. Also so wie Sie es gerade von der Kolumne erzählen, brauche ich praktisch so einen entsprechenden Antreiber in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist menschlich, würde man vielleicht sagen. Und wir kennen das, wie gesagt, in den verschiedenen Generationen relativ identisch. Aber das ist ja noch etwas anders, wenn es um mich geht, als wenn es um andere geht. Also wenn tatsächlich sozusagen andere Kontexte eine Rolle spielen, dann ist es etwas, was, glaube ich, nochmal anders reflektiert werden muss. Also inwieweit muss ich dazu animiert werden, in Anführungsstrichen gezwungen werden, um einen Dritten zu schützen? Das entspricht eigentlich ja nicht unseren ethischen Auffassungen und auch, glaube ich, auch nicht mehr den Erkenntnissen, wie der Mensch funktioniert. Wir haben ja lange dieses Gefühl, ich entsinne mich auch noch an Diskussionen, die ich mit Kolleginnen und Kollegen insbesondere hatte aus den Wirtschaftswissenschaften vor einigen Jahrzehnten, die mir gesagt haben, naja, der Mensch optimiert nur sich selbst. Also es geht eigentlich nur darum, Homo economicus, was ist für mich am besten, das mache ich auch. Alles, was mir nicht nützt, lasse ich. So, das wäre ein bisschen die Theorie, zu sagen, okay, wenn ich dir nicht vorschreibe, Nagel, dass du das und das machst, machst du sowieso nur, was dir nützt. Also Maske trage ich sowieso nur, wenn es mir nützt. Mir völlig wurscht, ob es wem anders nützt. Mir muss es nützen, wenn nicht, lege ich die Maske zur Seite. Impfen lasse ich mich nur, weil es mir nützt, nicht weil irgendjemand anders was davon hat. Und wenn ich irgendwelche anderen Auflagen befolge, dann auch ausschließlich deshalb, weil ich davon einen Vorteil habe. So. Das ist aber nichts, was die Gesamtsituation einer Pandemie adäquat beschreibt. Weil natürlich ist mein Verhalten für mich auch relevant. Aber im zweiten Schritt ist sie natürlich besonders relevant, auch im Hinblick auf den Schutz derer, die besonders betroffen sein können. Also es geht ja gerade in der Pandemie, zum Beispiel wenn wir von Priorisierung von Impfungen sprechen, um diejenigen, die besonders gefährdet sind, die sollen als Erste geimpft werden und nicht ich, weil es mir nützt, sondern sozusagen die. Und ich muss das und sollte das eigentlich intuitiv auch unterstützen. Und mittlerweile ist die Forschung ja auch weiter und sagt, der Homo economicus weiß man gar nicht ganz genau, ob der Mensch nicht eigentlich auch per se altruistisch argumentiert und handelt. Das heißt also für den anderen. Gibt es interessante Untersuchungen in der sogenannten Spieltheorie. Das ist ein besonderer Bereich der Wirtschaftswissenschaften, die sich eben mit menschlichem Verhalten und Anreizsystemen auseinandersetzen.
die feststellen, es gibt mindestens die Hälfte von unserem Verhalten erklärt sich aus einer intuitiven Bezugnahme zu einem Dritten. Also wenn ich zum Beispiel angefragt wäre oder angefragt bin, würdest du, hier gibt es einen jemand, der 5 Euro braucht, du kannst 10 Euro bekommen, wenn du willst, du kannst selbst darüber entscheiden. Wenn du die 5 Euro abgibst, dann hat der andere auch für seine Nahrungssituation, für seine Gesundheit etwas davon. Wenn nicht, hast du besonders viel davon. Da entscheiden sich weit mehr als 2/3 dafür, auch die 5 Euro abzugeben, obwohl sie nichts davon haben. Sie kennen die Person nicht, sie haben keine Vorteile davon. Aber sie nehmen nicht alles nur für sich. Der Homo Ökonomicus in der Theorie würde alles für sich nehmen. Aber irgendwie gibt es etwas in uns, das anders uns fokussiert und andere Reaktionen nach sich zieht. So, und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns, wenn wir über Selbstverantwortung und Verantwortung für Dritte und das Beachten von Interessen von Dritten sprechen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass gerade unser Thema Demokratie ganz wesentlich davon abhängig ist, wie viel Bereitschaft wir haben, tatsächlich auf den Dritten zu achten. Und ob es uns wichtig ist, dass es tatsächlich mehr Menschen als nur mir selbst gut geht. Ich glaube, wie gesagt, dass das etwas ist, was uns nicht nur menschlicher macht, sondern was uns als Menschen intrinsisch treibt. Aber das ist Diskussion, das ist nicht eindeutig entschieden. Und deshalb ist politisch gesehen eben immer wieder diese Frage, muss ich per Verordnung handeln oder kann ich eigentlich darauf setzen, dass die Menschen mitgehen? Wir hatten das Beispiel Portugal beim letzten Mal, wo ich nochmal berichtet hatte über die Interpretation der Portugiesen, über ihren Erfolg im Hinblick auf den Umgang mit der Pandemie und den Hinweis eben, dass viele den Regeln aus eigener Überzeugung gefolgt sind. Und deshalb dann auch tatsächlich der Erfolg sich eingestellt hat und nicht, weil es so strenge Regeln von oben gab. Und ich weiß noch, wie ich zusammengezuckt bin, als unsere Bundeskanzlerin im Hinblick auf den Bundeslockdown gesagt hat, wenn es die einzelnen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nicht hinkriegen, dann mache ich es. War eine Drohung. So, war eine Drohung dahingehend, dass die Eigenverantwortung funktioniert nicht, also muss es per Verordnung gehen und dann geht es besser. Und wie gesagt, mein Zucken hat schon mir innerlich verraten, das ist nicht das, was ich tatsächlich als Erfolgsstrategie teile, sondern ich bin davon überzeugt, dass man tatsächlich, wenn man die Menschen erreicht, das ist die Voraussetzung, muss es irgendwie verständlich machen, was ich will, dass wir dann aber tatsächlich erfolgreicher sind, wenn wir eben an diesen inneren Impetus, also an diese innere Überzeugung appellieren, ich handle auch für andere. Das ist ein Teil meiner ureigensten Interessen. Weil ich natürlich, kann man auf, könnte man wieder sagen, auch immer damit dann rechnen darf, dass jemand für mich handelt, der nichts davon hat, weil er eben auch in gleicher Art und Weise davon überzeugt ist, dass es für ihn gut ist. Aber wären wir damit nicht schon wieder in der Egoismusschleife? Das heißt, wir tun etwas scheinbar Altruistisches für andere, weil ja im Hinterkopf auch genau der Gedanke mitläuft, nämlich, naja, im Zweifel tut dann der andere vielleicht auch mal was für mich. Ist das nicht schon wieder egoistisch getrieben? Und ich meine egoistisch jetzt nicht moralisch wertend als etwas Negatives, sondern einfach nur als neutrale Feststellung. Naja, so kann man das natürlich sagen, aber nehmen wir mal die Frage von Versicherung. Wir versichern uns, weil wir das Gefühl haben, dass wir bestimmte unwägbare Situationen nur dann auch tatsächlich vernünftig überstehen. Gleichzeitig gibt es Pflichten zur Versicherung. Krankenversicherungspflicht in Deutschland ist eine Pflicht, das kann ich mir nicht aussuchen. Haftpflichtversicherung beim Auto kann ich mir auch nicht aussuchen. Das muss ich tun, weil wir als Gesellschaft gesagt haben, nee, also Florian Schröder im Auto, das ist uns zu gefährlich. Wenn der irgendwo jemand anfährt, wer weiß, ob der sich dann um den Menschen kümmert, der muss dazu verpflichtet werden, bevor er sich ins Auto setzt. So, und da
argumentieren wir auch schon in so einer Weise. Der Egoismus wäre vielleicht so groß, dass der Autohalter seine Versicherung gerne einspart, um ein bisschen kostengünstiger zu haben. Aber wenn dann jemandem Dritten was passiert, dann ist das sozusagen zulasten des Dritten. Also organisieren wir bestimmte Pflichten zur Versicherung. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will mich in einer Versicherung absichern, dann setze ich auch darauf, dass alle anderen Beteiligten in gleicher Art und Weise zwar ein Eigeninteresse haben, aber dass wir als Gemeinschaft stärker sind. Dass sozusagen alle Beiträge der Versicherten für die wenigen, für die es dann notwendig wird, auch ausreichend Unterstützung geben. So, und so kann man das, glaube ich, hier mit der Frage Egoismus auch sehen, dass ich natürlich ein Eigeninteresse habe, aber dass ich gleichzeitig auch bereit bin, meine Aufwendungen anderen zukommen zu lassen, unter der Maßgabe, dass, wenn ich nicht betroffen bin, es immer noch besser ist, als wenn ich tatsächlich gar nichts tue. Und so ist zum Beispiel eben auch die Solidarität in der Krankenversicherung ein ganz wichtiges Argument. Ich bin nicht versichert, weil ich irgendwann gerne mal im Krankenhaus liegen möchte, um dann noch ein bisschen was rauszukriegen aus meiner Versicherung, weil ich behandelt werde oder weil ich eine Operation bekomme, sondern ich bin heilfroh, wenn ich das nicht habe und zahle gerne, weil ich denke, gut, das kommt anderen zugute. Also ich glaube, dieses innere Spiel in Anführungsstrichen zwischen Zielrichtung und auch innerer Überzeugung, das darf man durchaus getrost unterstellen, dass das uns Menschen weiterbringt, als wenn ich nur auf mich selber gucke und immer nur optimiere, was ich für mich erreichen will. Solche Menschen kennen wir ja gut aus der öffentlichen Wahrnehmung und so richtig glücklich werden die ja nicht wirklich. Das heißt, die wären auch tatsächlich, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, für das amerikanische Modell, nämlich dass wir eher die Eigenverantwortung stärken und aufgrund auch des von Ihnen eben geschilderten Menschenbildes davon ausgehen, die Menschen werden auch weiterhin in großer Zahl Maske tragen, aber wir können auf die Maskenpflicht in absehbarer Zeit verzichten und darauf vertrauen, dass die Menschen sich an die Regel, an die Regel, die dann keine Bestimmung mehr wäre, halten. Dann nehmen wir doch mal die Maskenpflicht im Außenbereich. Ich glaube, die meisten Leute können die nicht mehr nachvollziehen. Medizinisch ist sie nicht mehr wirklich begründbar. An vielen Stellen gilt sie nicht mehr. Man kann nicht mehr genau sagen, wo gilt sie eigentlich, wo gilt sie nicht. Das führt dazu, dass eine solche Regel, die auch vorgegeben ist, völlig unsinnig ist. Und das kann natürlich aber funktionieren, wenn ich sage, gut, jeder ist eigenverantwortlich, er schaut darauf, in welchem Kontext er sich bewegt. Er nimmt selbst Verantwortung auf sich, indem er sagt, wenn ich erkältet bin, trage ich sowieso eine Maske und zwar nicht für mich, sondern im Kontext eben auch der Situation für die anderen. Ich glaube, auf jeden Fall ist das sinnvoller, als irgendwelche weiteren Regeln aufzustellen, die in sich fraglich sind. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt so eine Situation erreicht, gerade in dem letzten, in der letzten Phase des auch Bundeslockdowns, wo wir eine ganze Reihe von Regeln hatten, die zumindest mal fragwürdig waren oder wo man sagen konnte, das überzeugt mich eigentlich nicht. Aber offensichtlich hat es diejenigen, die die Regeln gemacht haben, dann eher dahin gezogen als zu einem vermeintlich anderen Punkt. Und dann habe ich eine Situation, wo ich tatsächlich an der Bevölkerung vorbei Regeln habe, die dann funktionieren, beziehungsweise nicht mehr wirklich adäquat funktionieren. Und die Eigenverantwortung schalte ich aus, weil mir denke, na, lass sie doch machen. Haben die ja beschlossen. Ich mache nur noch das, was die mir vorgeben. Und was sie mir nicht mehr vormachen, überhaupt nicht mehr. Ja, kümmere mich auch nicht mehr darum. So, das ist ja die Reaktion darauf. Und das ist ähnlich, wie Sie es vorhin gesagt haben, von den Anreizsystemen. Ich muss eine Kolumne schreiben oder ich muss es nicht. So, wenn ich den Vertrag nicht habe, dann mache ich es nicht. Aber intrinsisch ist es ja so, sie würden sich gerne mitteilen. Und vielleicht würden sie es nicht jeden Mittwoch gerne machen, aber im Prinzip ist es etwas, was sie unterstützt. Und je stärker das überwiegt, dass sie das machen müssen, desto weniger Lust werden sie dazu bekommen. Ja? Und desto anstrengender wird das.
Also das ist ja auch eine Erfahrung. Ja, je mehr Pflichten ich habe, desto problematischer wird es, diese Pflichten auch einzuhalten. Je mehr Kreativität mir bleibt, um tatsächlich auch den richtigen Weg zu finden, desto eher werde ich ihn gehen. Also deshalb bin ich ganz klar dafür, Regeln, alle Regeln so weit runter wie irgend denkbar. Immer unter der Maßgabe, dass wir davon ausgehen, in einer aufgeklärten Situation auch erwarten zu dürfen, dass man sich adäquat verhält. Das ist meines Erachtens der Weg, den wir jetzt wirklich lernen müssen, denn der Herbst kommt bestimmt und der Winter kommt auch. Und dann wird es wieder darauf ankommen, dass wir nicht abwarten, wann uns die nächste Bundesregierung welche Regeln aufgibt, sondern dass wir so gut trainiert sind, dass wir tatsächlich uns auch adäquat verhalten mit einer möglichen, vielleicht dann nochmal auftretenden Problematik. Abschließender Punkt zu diesem sehr, sehr spannenden Aspekt ist aber schon mein Eindruck, dass es im Moment, wenn wir mal von sowas wie einem Zeitgeist sprechen wollen, dass es schon einen Zeitgeist gibt, der sehr stark in Richtung Regel argumentiert, sehr stark für auch sehr weitgehende Regeln ist, und einen durchaus autoritären Charakter aufweist, nämlich mit dem Tenor, naja, die Leute halten sich nicht dran. Also das ist quasi das Gegenmenschenbild von dem, das Sie gerade vorgestellt haben, von das man im Allgemeinen eher selten hört. Meistens hört man dann, naja, wir müssen jetzt aber die Maske am besten noch, wenn Covid-19 mal wirklich gar kein Thema sein sollte, am besten auch dann noch Maskenpflicht, weil dann haben wir auch die Grippe im Griff und viel mehr Menschen bleiben gesund. Das wäre schon sowieso immer sinnvoller gewesen. Und dann könnte man ja sagen, naja, das macht man eben freiwillig, wer das möchte und festgestellt hat, dass er einfach gesünder lebt, wenn er eine Maske aufzieht, wenn er ein Geschäft betritt, kann ja jeder machen. Aber dann sind wir sofort wieder bei einer sehr großen Fraktion, die dann sagt, naja, aber das muss dann auch sofort gesetzlich geregelt werden. Also drunter machen wir es nicht. Im Moment scheint mir ein Menschenbild vorzuherrschen, das sehr stark davon ausgeht, man kann den Menschen relativ wenig zutrauen, man muss es ihnen schon vorgeben, denn sonst macht sowieso jeder, was er will. Das ist die Tendenz, in die wir immer weiter reingeraten. Und das halte ich tatsächlich für eine sehr kritische Tendenz. Also als ich begonnen habe mit meiner medizinischen Tätigkeit noch in der Ausbildung, das war Ende der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre, da gab es ein Sozialgesetzbuch, von dem jeder gesagt hat, zumindest das Wort konnte man kaum aussprechen, wusste auch keiner, wozu das gut ist. Aber jedenfalls, wir als Ärzte haben uns im Wesentlichen überhaupt null drum gekümmert. Aber dieses Sozialgesetzbuch regelte halt die Situation mit den Krankenkassen, mit den Versicherungen, mit den Leistungsträgern und so weiter und so weiter. Und wenn mal jemand was dazu sagte, dann in aller Regel, das ist alles viel zu kompliziert, entbürokratisieren. Das muss man entbürokratisieren. Das Wort habe ich mir total gut gemerkt. Und dann habe ich mal gefragt, wie viel dieser Bände vom Sozialgesetzbuch gibt es denn eigentlich? Da gab es damals 5. Und ich dachte, ja, 5, das ist natürlich schon eine ganze Menge. In meinem Studium habe ich nie ein Band gesehen, also so relevant kann es ja nicht sein. 10 Jahre später, wieder die Diskussion, entbürokratisieren. Und auf meine Frage, wie viele Bände gibt es denn jetzt noch? Gibt es noch 4 oder 3? Nein, es gibt 10. 10 Bände sozial. Ich sage, Moment, wir haben doch schon vor 10 Jahren gehört, entbürokratisieren, das hat sich ja verdoppelt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 14 oder 15 Bände Sozialgesetzbuch, obwohl wir permanent von Entbürokratisierung reden. Ja? Und letztendlich an dieser Stelle praktisch immer weiter regeln. Und wenn Sie fragen, diejenigen, die ja das verantworten müssen, Politikerinnen und Politiker, Verbände von Ärztinnen und Ärzten, von Krankenkassen, dann sagen die Ihnen alle, ja, natürlich sind wir für Entbürokratisierung. Und natürlich wollen wir das schlanker machen. Aber die Menschen erwarten, dass wir bis ins Detail Regelungen treffen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie adäquat von im Vertrauensverhältnis zu den jeweiligen Institutionen behandelt werden. Also weder von den Krankenkassen, noch von den Krankenhäusern, noch von den Ärztinnen und Ärzten, noch vielleicht von den Pflegediensten, sondern es muss alles im Detail geregelt werden, weil man Sorge hat, auf der eigentlichen Vertrauensebene funktioniert es nicht mehr richtig. Das heißt, wir kommen so aus dieser klassischen, vor 100 Jahren mal geäußerten
Grundtheorie, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ja, immer weiter in diese Struktur, dass wir unser gesamtes Leben versuchen, durch Regelungen abzusichern, immer mehr zu kontrollieren und gar nicht merken, dass wir eigentlich an dieser Stelle ganz wesentliche Grundlagen verlieren, nämlich das Vertrauensverhältnis, was ja zu Lösungen beitragen kann. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Behandlungsverzicht, mit einer Arzt, einer Ärztin meines Vertrauens darüber zu sprechen und eine adäquate Lösung dann auch für mich zu finden, dann ist es etwas, wo ich zumindest für ich persönlich das Gefühl hätte, okay, jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass hier entsprechend gehandelt wird. Während wenn ich das in einem Patienten, einer Patientenverfügung, für die ich mich sehr eingesetzt habe, wo ich auch die Gesetzgebung intensiv mit befördert habe, das Gefühl habe, wenn ich da aufschreibe, liest es dann am Ende einer? Ist es dann wirklich relevant? Nimmt das jemand wahr? Ich brauche doch eigentlich die Beziehungssituation, in der das dann auch zum Tragen kommt. Und insofern glaube ich, oder würde ich auch unter Pandemie-Gesichtspunkten sehr viel stärker für Vertrauen argumentieren, und zwar unter der Maßgabe, Kontrolle ist gut, gar keine Frage, braucht es auch. Aber Vertrauen ist besser. So, und wie wir diesen Weg wieder drehen können, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber mir geht es so, wie Sie das gerade schon beschrieben haben, nämlich, dass durchaus Menschen sehr viel stärker in eine Situation kommen, wo sie, Moment bitte, sehr viel stärker in der Situation sind, wo sie meinen, nur wenn es der Gesetzgeber geregelt hat, funktioniert es auch. Und das ist, glaube ich, für viele Alltagssituationen zumindest mal nicht zielführend, weil viele Dinge in unserem Leben sie so detailgenau gar nicht regeln können, dass sie nicht eine Verhandlungsbasis noch brauchen. Mhm. Ja, das ist irgendwie die Schwierigkeit der Gegenwart, mit Ambivalenz umzugehen, mit Widersprüchen umzugehen und der Wunsch, dass die Dinge irgendwie klar geregelt sind und die eindeutig abnehmende, um mein Lieblingswort zu sagen, Ambiguitätstoleranz, nämlich auszuhalten, dass eben, dass es Widersprüche gibt, dass Dinge nicht eindeutig geregelt sind, dass man Interpretationsspielräume hat, dass beispielsweise im Rechtswesen das eine Gericht so entscheidet, das andere anders oder vielleicht im medizinischen Bereich ist ja auch häufig ganz unterschiedliche Behandlungswege gibt, wo es auch nicht den Königsweg gibt, sondern wo man sagen kann, okay, man kann es so machen, man kann es so behandeln, man könnte diesen Weg gehen. Und da scheint mir auch eine Tendenz dahin zu gehen, die Kontrolle zu haben, die Selbstkontrolle, aber auch die Kontrolle von außen. Und da kann man natürlich im Grunde direkt sich übers Internet Gedanken machen. Und das sind ja nichts anderes als Kontrollmaschinen. Ne? Also Instagram ist ein Medium, wenn man es nicht so nutzt wie wir beide, das nichts anderes will als die totale Kontrolle im Bild über den eigenen Körper. Ne? Und soziale Netzwerke sind dazu da, sich seiner selbst zu versichern und Kontrolle über sich zu haben, während gleichzeitig die Freiwilligkeit, sich da überhaupt anzumelden, im Grunde die Zustimmung ist zur totalen Kontrolle der Konzerne über einen selbst. Ne? Also wir kontrollieren uns auch gegenseitig, indem wir alle mit einem Smartphone durch die Gegend laufen, mit dem man fotografieren kann. Also der alte Albtraum, dass wir irgendwann durch die Gegend laufen und jeder sind komplett überwacht, das haben wir schneller selber hingekriegt, als es irgendwelche Regierungen hingekriegt haben. Absolut. Und das ist natürlich die Frage, wie gesagt, kann man es drehen? Ist es ein Weg, der unumkehrbar ist? Und ich bin davon überzeugt, man kann ihn umkehren. Ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen dazu in der Lage sind. Und natürlich, das habe ich gerade auch hier im Chat gelesen, traue ich Menschen zu viel zu. Ich glaube nicht, dass ich Menschen zu viel zutraue. Ich glaube, Menschen können das. Bin davon total überzeugt. Vielleicht wissen sie es gar nicht mehr oder vielleicht sind sie sich ja unsicher. Und ich persönlich würde sagen, dann probieren wir es doch mal. Und natürlich wird es nicht alles super funktionieren. Und natürlich wird es Probleme geben.
Und natürlich sehen wir jetzt, auch wenn die Öffnungssituation da ist, dass an verschiedenen Stellen man sich ja selber erschreckt. Auch das muss man erstmal wieder lernen. Ja? Lernen, mit einer größeren Menge von Menschen um uns herum umzugehen. Ja. Finde ich, ist eine erstaunliche Erfahrung für mich, dass ich denke, huch, wo kommen die denn jetzt alle her? Das, Moment mal, jetzt will ich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ja? So, also daran merkt man ja, dass man sehr emotional in diesen Kontexten auch reagiert und das vermeintlich Normale im Moment schon gar nicht mehr normal ist. Also wir brauchen auch wieder eine Adaptation. Aber wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber es in Anführungsstrichen auf mich auch achtet, ja, habe ich eine ganz andere Möglichkeit, auf jemanden zuzugehen, als wenn ich das Gefühl habe, okay, der ist mir zu nah, der ist mehr als anderthalb Meter, der hat keine Maske auf, ich will hier raus. Also es tut uns ja auch nicht gut, es ist ja auch keine wirkliche Lösung. Und dann fordere ich natürlich, wenn ich dieses Gefühl habe, pass auf, das muss erstmal wieder einer regeln. Wir brauchen erstmal wieder eine klare Vorgabe, ne? So kann es nicht gehen. Also deshalb, da glaube ich, sollten wir auch mutig sein, uns etwas zuzumuten im Sinne von aufeinander wieder mehr zu vertrauen. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, werden wir sicher noch weiter verfolgen, denn die Regulierungssehnsucht, ich nenne nicht das Wort Regulierungswut, weil ich das so ein bisschen toxisch finde und so vereinnahmt finde von so vielen unsympathischen Gruppen, aber nochmal die Regulierungsdrang, der Regulierungswunsch wird, glaube ich, auch jetzt in Phasen anstehender Lockerungen nicht nachlassen, sondern eher zunehmen. Ja, das und ich finde, da haben wir nochmal unser spannendes Thema Kinderimpfung. Das ist ja so ein Thema, wo jetzt gerade wieder ganz aktuell gestern und heute erste Reaktionen von Regulierern in Anführungsstrichen politisch Verantwortlichen kamen, die sagten, naja, wenn die Ständige Impfkommission das nicht rät, wenn das nicht sein sollte, wir regeln es trotzdem. Ja, also wo das Gefühl da ist, okay, ich habe mehr Überzeugungskraft und kriege es besser hin, wenn ich eine Regelung durchführe, weil das der Intuition der Menschen eher entspricht als eine abwägende Stellungnahme eines Fachorgans, die sagen, man könnte so, man kann aber auch so, wir müssen noch mal abwarten, wir müssen Risiken versuchen einzuschätzen, also ganz in den Tenor, wie wir ja jetzt auch schon lange diskutieren. Aber da kommt sofort jemand, wo ich dann auch mich wieder, also selber merke, wie ich mich erschrecke, weil ich denke, Moment mal, wieso will jemand was regeln, was unter Umständen mit Unsicherheit verbunden ist, und was mit Unsicherheit verbunden ist, kannst du einfach ganz schlecht regeln. Da kommt dann eben diese in Anführungsstrichen Überzeugung, nur wenn ich es regle, dann funktioniert es, sonst funktioniert es nicht. Und genau das, glaube ich, müssen wir versuchen, dem müssen wir versuchen, entgegenzuwirken. Wir hatten in der vergangenen Woche schon ein Thema angesprochen, auf das ich gerne heute, genau wie wir es versprochen haben, zurückkommen wollte. Wir haben in der vergangenen Woche gesagt, wir sprechen sehr viel über Impfungen, über den Stand in Deutschland, über den Stand in Europa. Wir freuen uns über anstehende Öffnungen, über den Impffortschritt, dass mittlerweile, glaube ich, über 40% der Bevölkerung tatsächlich zum ersten Mal geimpft sind. Also, dass jetzt doch wirklich eine Bewegung reinkommt. Viele freuen sich darüber, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Wir wissen zwar noch nicht so genau, was das wirklich für sie bedeutet, nämlich ob sie deshalb geimpft werden oder nicht, aber es ist schon mal eine gute Nachricht. Was wir völlig außer Acht lassen, ist, wie sieht es eigentlich weltweit in Sachen Impfung aus? Also jenseits der USA, wo wir vieles wissen, und Europa, wo wir einiges sehen, vielleicht auch noch Australien, aber wie sieht es eigentlich im Rest der Welt aus? Darüber wird nie gesprochen, sondern was wir auch auf den Online-Seiten der Qualitätsmedien sehen, sind eifrig aktualisierte Deutschlandkarten, am besten im Stundentakt, aber eine wirkliche Immunisierung oder wenn man von sowas wie Herdenimmunität sprechen wollte, wäre ja eigentlich nur möglich, wenn die ganze Welt auf einem ähnlichen Erfolgsweg wäre. Aber das sieht, glaube ich, ganz anders aus, international. Genau, das sieht ganz anders aus und das ist auch, und da können wir praktisch anschließen an das Thema Impfen von Kindern. Wenn wir eine Situation haben, wo wir eine Gruppe zum Beispiel priorisieren, die letztendlich nach unserem heutigen Kenntnisstand jedenfalls
nicht besonders gefährdet wird durch das Virus, dann nutzen wir Impfkapazität, die an anderer Stelle in anderen Ländern, gerade für diejenigen, die besonders gefährdet sind, zum Beispiel ältere Menschen, Menschen mit Immunschwächen, dann nutzen wir diesen Impfstoff und können ihn natürlich an anderen Orten nicht verteilen. Ich glaube, wir haben zwei ganz wesentliche Punkte. Einmal, dass wir natürlich generell weltweit zu wenig Impfstoff haben. Und bei allen Lippenbekenntnissen, die wir gleich am Anfang der Impfkampagne gehabt haben, auch von der UNO, auch von Staats- und Regierungschefs aller Nationen, nämlich eine gerechte, eine faire Verteilung weltweit organisieren zu wollen, müssen wir feststellen, damit sind wir gescheitert. Weil auch, da kommen wir jetzt wieder, Kontrolle, Zutrauen, ja, Vertrauen, alle erstmal kontrolliert haben und auch wir als Gesellschaften es so artikuliert haben, dass wir gesagt haben, was ist denn das für eine komische Regierung, die wir haben, die bringt überhaupt keinen Impfstoff hier rein. Ja, das ist überhaupt alles chaotisch. Ja. Keine ausreichenden Impfungen werden hier gemacht, etc. pp. Wir hatten hier überhaupt Impfstoff eingekauft. Zu welchen Preisen sind die gekauft worden? Wir hätten doch viel mehr haben müssen. Also genau dieser Punkt, den muss man ja doch mal sehr kritisch anmerken, dass wir selbst sehr stark, auch jetzt als, sag ich mal, Deutsche, gesagt haben, wir brauchen noch mehr Impfstoff, bei uns muss das besser laufen, aber nie den Blick gewendet haben hin nach Afrika, nach Asien, nach Indien zum Beispiel. Und hier haben wir also eigentlich in Anführungsstrichen versagt. Gleichzeitig stellen wir jetzt fest, dass für die entsprechenden Impfstrategien wesentliche Produktionsstätten für Impfstoffe in Indien selber liegen, die mit ihren Vorstellungen eben noch in diesem Frühjahr oder spätestens im Sommer mit der Impfproduktion zu beginnen, für eine weltweite Impfkampagne jetzt erst Anfang nächsten Jahres beginnen werden. Also auch da eine Situation, wo eine deutliche Verschlechterung der Kapazitätssituation vorhanden ist. Also wir müssen konstatieren, wir haben hier ein tatsächliches nochmal wieder globales Versagen im Hinblick auf Fairness und Solidarität. Und deshalb haben wir jetzt eine Problematik, die wir, glaube ich, noch stärker thematisieren müssen. Denn safe, wenn man ja immer von Sicherheit durch Impfung spricht, sind wir natürlich alle erst in dem Moment, wo wir weltweit eine adäquate Impfsituation haben und nicht, wenn wir in Europa oder vielleicht, wir haben es letztes Mal gesagt, in Städten, aber nicht auf dem Land adäquat geimpft sind, das wird uns nichts nützen. Sondern wir brauchen eine faire Distribution und müssen meines Erachtens auch unter Prioritätsgesichtspunkten weltweit nochmal gucken, wer braucht am dringendsten Impfstoff. Wir haben ja die Diskussion gehabt im Hinblick auf sozial schwächere Gruppen in unserem Land, die besonders häufig sich infizieren und die besonders schwere Verläufe haben. So können wir das jetzt durchdeklinieren, wenn wir in die Länder des Südens gehen. Nur weil wir dort keine Testung haben, dementsprechend auch nicht so viele Berichte haben über entsprechend hohe Inzidenzzahlen, ist es nicht so, dass das Virus dort nicht zu gravierenden Problemen führt. Wir brauchen nur nach Tunesien zu gehen. Wir müssen nur sozusagen in die Nähe von Europa gehen, in Ländern, die wirklich gravierende Verläufe haben. Und da kommt noch dazu, dass alle diejenigen, die erkrankt sind und überleben, das ist ja ein großer Teil, und unter Umständen langfristige Probleme haben, keine adäquate medizinische Versorgung bekommen. Das heißt also, die Langzeitfolgen, Long-Covid etc., sind in diesen Ländern nochmal viel gravierender als bei uns. Also insofern, glaube ich, ist das etwas, was wir leider, obwohl es am Anfang schon diskutiert worden ist, aus den Augen verloren haben. Und mittlerweile mir wirklich viele Sorgen macht. Und das Beispiel Indien ist ja ein gutes Beispiel, in Anführungsstrichen, weil es nochmal deutlich macht, dass eine solche Entwicklung direkte Konsequenzen auch für unsere Situation haben kann, indem nämlich eine mögliche Mutation nach Europa kommt. Brasilien, die gleiche Situation, auch da haben wir jetzt dann lange darüber diskutiert, sind unsere Impfungen wirksam. Die Frage müsste ja vielmehr sein, warum sind die Menschen in Brasilien nicht adäquat geimpft worden vorher, gerade in den Regionen, in denen sich diese Virusmutation dann ausgebildet hat.
Und da rede ich noch gar nicht von, sag ich mal, wirklich prekären Regionen wie im Amazonasbecken, wo Menschen besonders gefährdet durch Infektionen sind. Und wenn Impfungen wirksam wären, dann da wahrscheinlich am ehesten. Also von der Seite, glaube ich, ist es völlig klar, dass wir uns wünschen und eigentlich auch einfordern müssten, das, was wir als Covid-Infektionsinzidenzkarte für Deutschland haben, eigentlich als globale Karte immer ablesen zu können, wohl wissend, dass sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern nur getestet werden kann. Das ist, wäre natürlich, wenn man es zuspitzt, im Grunde ein starkes Argument gegen Ihr Vertrauen, weil wenn man schon offensichtlich einigen Regierungen nicht vertrauen kann, dass sie eine sozial gerechte oder altruistische Seite haben und sagen, naja, wir können ja unseren Impfstoff vielleicht auch anders verteilen, so dass es nicht nur um uns und unsere Deutschlandkarten geht. Wenn wir schon daran scheitern oder selbst Regierungen scheitern, dann könnte man jetzt mit einem leichten defätistischen Ton sagen, warum sollen es die Regierten besser machen, wenn es nicht mal die Vorbilder in der Regierung ordentlich hinkriegen. Ja, aber deswegen habe ich nochmal gesagt, wir sind es, die das von unseren Regierungen eingefordert haben. Wir haben kritisiert, nun kann man natürlich unterschiedlich darüber diskutieren, wir waren die Ankündigungen der Regierung, haben uns Versprechen gemacht, die sie dann nicht erfüllt haben, und war das der Grund, warum wir so unzufrieden damit waren. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Also es ist jetzt nicht ganz einseitig nur, sage ich mal, die Erwartungshaltung der Bevölkerung, die ein Problem darstellt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darüber diskutieren, wie können wir unsere Impfquote noch nach oben schrauben, können wir die Priorisierung lockern, können wir, wie gesagt, bestimmte Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft impfen, die jetzt noch gar nicht so wirklich dran sind und die auch vielleicht noch gar nicht so wichtig wären, aber es wird ja doch ein besseres Gefühl machen, wenn möglichst viele geimpft sind. Dann wird es problematisch. Nicht an der Stelle, wo es darum ging, diejenigen, die besonders gefährdet waren, in unserem Land prioritär zu impfen. Da bin ich 100% würde ich dahinter stehen. Und wie gesagt, das Versagen ist ein gemeinschaftliches Versagen. Ich klage nicht unsere Regierung alleine an, sondern ich sage, wir als Gesamtgesellschaft haben das so eingefordert. Andere haben es instrumentalisiert, vielleicht auch aus politischen Gründen instrumentalisiert. Aber wir gehen an der Stelle zu wenig, in Anführungsstrichen, auf die Straße im übergeordneten Sinne und fordern das ein. Und fordern das auch deshalb ein, weil wir uns schützen wollen. Das Argument bleibt das Gleiche. Das Gleiche, was ich dafür vorbringe, wenn ich sage, mein Nachbar muss geimpft werden. Mein Nachbar ist an der Stelle in einer Pandemie jeder auf jedem Kontinent. Also die Perspektive müssen wir an der Stelle ändern. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Veränderung, die uns auch Gewinn, in Anführungsstrichen, die uns auch hilfreich sein kann. Denn wir haben ja uns so ein bisschen daran gewöhnt. Da gibt es die reichen Länder des Nordens und es gibt die armen Länder des Südens. Und irgendwie muss man das so ein bisschen ausgleichen. Aber so genau hingucken, tun wir nicht. Ganz genau wissen wollen wir es auch nicht, wie das in Afrika ist mit den verschiedenen Infektionskrankheiten. Und am liebsten wollen wir jetzt noch eine Erklärung haben, dass das alles irgendwie kalkulierbar war, aber mit Fehlern verbunden. Das ist das Virus aus irgendeinem Labor herauskam. Und das dann würde alles wieder in mein Weltbild passen und funktionieren. Aber das, glaube ich, ist auch etwas ähnlich wie die Vertrauens- und die Kontrollfrage, dem wir uns kritisch gegenüber nochmal positionieren müssen und fragen, ist es so, dass wir als Länder des Nordens, als reiche Länder, tatsächlich auch für uns beanspruchen Gesundheit als allererste? Und wenn wir dann was überhaben, ja, dann gucken wir auch mal in die Länder, in denen es besonders schlecht weltweit und im Süden geht. Hier in der Pandemie wird sich das rächen. Das, glaube ich, ist anders als vielleicht in anderen Kontexten, die uns nicht so sehr in den Alltag hinein erkennbar werden, aber in der Pandemie wird es sich rächen, da bin ich ganz sicher. Und deshalb täten wir gut daran, auch wieder aus diesem, sag ich mal, Wechselspiel zwischen Egoismus und Solidarität zu sagen, okay, hier müssen wir genauer hingucken und hier müssen wir mehr tun. Und unsere ankündigen Taten folgen lassen.
Ja, das ist, aber das ist, ich schäme mich fast zu sagen, was so ein sehr naheliegendes moralistisches Argument ist, aber es stimmt ja, das folgt natürlich diese Logik des Impfens, auch was die internationale, die globale Perspektive angeht, folgt natürlich letztlich einem Wirtschaftsprinzip, auf dem das ganze System basiert. Und da reiht sich das ein. Nur hat die Pandemie eben, wie Sie es auch gesagt haben, eine ganz neue Qualität. Und auch wenn das Wort vom globalen Dorf, was ja schon sehr alt ist, schon aus den 60ern von Marshall McLuhan ist, der eigentlich über das Fernsehen gesprochen hat damals, heute natürlich sehr aktuell ist. Und in der Pandemie sehen wir, was es eben wirklich heißt, in einer globalen Großstadt, kann man vielleicht eher sagen, zu leben. Und welche Folgen das hat. Und das ist tatsächlich das Virus bisher das Einzige ist, das uns wirklich die Grenzenlosigkeit gezeigt hat, von der wir selbst immer geglaubt haben, dass wir sie erreichen können. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist eine Zäsur, auch in der im globalen Kontext. Sie wird begleitet von der Zäsur der Frage, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert und in Zukunft funktionieren kann. Auch das ist ja etwas, was jetzt auf den Prüfstein kommt. Und auch da, glaube ich, läuft es ganz parallel. Auch da werden die Antworten aus den letzten 50, 60, 70 Jahren nicht diejenigen sein, die in den nächsten Jahrzehnten wirklich adäquate Antworten bringen. Und wir haben es ja so ein bisschen verdrängt. Ich meine, das Thema wirtschaftliche Not, dass die Menschen in die Flüchtlingskrise gestürzt hat und uns gleich in eine mit hineingebracht hat, auch gesellschaftlich in eine mit hineingebracht hat, ist nur eine andere Ausdrucksform dessen, was wir gerade besprochen haben. Auch die gleichen Ausgrenzungs- oder Konzentrationskriterien, die hier der Auslöser gewesen sind. Also es ist praktisch eine andere Spielform, die wir aber nicht durch irgendwelche Grenzen, die wir ziehen, verhindern können. Also hier kriegen wir jetzt keine Mauer hoch, ja, die funktioniert. Und das, finde ich, ist das total Herausfordernde, aber natürlich auch mit Chancen verbunden, jetzt sich wirklich auf den Weg zu begeben und die Dinge zu verändern. Und ich bin gespannt, wie die Diskussion auch jetzt in den nächsten Wochen, gerade auch Richtung Bundestagswahl, gehen wird, ob diese Themen eine Rolle spielen oder ob wir ganz in der Fokussierung auf uns bleiben und im Wesentlichen auch von einer neuen Bundesregierung erwarten, dass sie uns in Anführungsstrichen als deutsche Bevölkerung dient, aber global, naja, keine Fehler machen sollte, aber ein wirkliches Engagement und ein wirklicher Einsatz für eine planetare Gerechtigkeit mehr oder weniger ein Nebenaspekt darstellt. Das wird eine spannende Frage sein. In diesem Sinne, vielen Dank für heute, Herr Nagel. Ja. Lieber Herr Schröder, danke, dass wir heute so spät dabei sein konnten noch. Und das sehr gerne. Und, na klar, ich danke Ihnen, dass Sie noch Zeit hatten am späten Abend. Wie immer ist die Folge morgen bei YouTube. Wie immer gibt es ein PayPal-Konto, falls ihr die Show unterstützen wollt. Und wie immer sage ich auch an dieser Stelle, wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Ja, das tun wir. Das war alles eine Gute. Sehr spannende Diskussion. Danke Ihnen, alles Gute und einen schönen Abend. Tschüss. Gleichfalls, tschüss. Tschüss.